Ein weiterer Hydration Flavor, nämlich Kokosnuss, jetzt im Test. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Test innerhalb von 3 Tagen wieder. Oli hat ja die Olympics angekündigt und im Zuge dessen haben sie 3 Flavor veröffentlicht, die dann ab Donnerstag 16 Uhr, also ab dem 25.07. im Shop verfügbar sind. Das ist jetzt mein letztes Testvideo, die anderen beiden habe ich schon getestet. Je nachdem, in welcher Reihenfolge Holy die veröffentlicht, werden die auch veröffentlicht. Das heißt, es kann hier das 3. Video sein, kann aber auch das 2. sein. Dementsprechend werde ich zumindest auf den anderen Flavor nicht eingehen. Die Sauerkirsche, das haben wir gesehen, das war der erste, der veröffentlicht wurde. Dementsprechend kann ich das sagen, aber der andere, über den kann ich jetzt aktuell nicht sprechen, weil ich den Veröffentlichungsfahrplan dieses Mal nicht kenne. Bei den Hitchis, da habe ich Julian gefragt, jetzt konnte ich aber nicht, es war Wochenende. Dementsprechend ein bisschen mysterious. Also, wir haben auch heute bei diesem Hydration Flavor wieder ganz typisch, Hydration blau-weiß gestreift. Wir haben hier blau-weiß natürlich auch wieder den Shaker. Dieses Mal macht er den Hürdenlauf. Und eine Hürde kann das vielleicht für den einen oder anderen von euch auch sein, denn es ist Kokosnuss. Ich habe es ja angekündigt, Kokosnuss ist schon in anderen Flavern drin gewesen, beziehungsweise in 2, wo es mir jetzt einfällt, beim Peacock's Punch und auch beim Blueberry Beer, da haben wir Kokosnuss schon mit dabei. Bei manchen ist es schon zu penetrant, die sind dann wahrscheinlich bei den Hydrations raus, wenn es pure Kokosnuss ist, wenn man es im Verbund schon nicht mag. Ich persönlich mag Kokosnuss. Da fällt mir immer ein Jahrmarkt ein oder Messe oder was auch immer, wenn da die Kokosstücke liegen und das Wasser drüber läuft. Ich finde das schon immer richtig geil. Die Kokosnuss per se, also das Fruchtfleisch, ist ja immer sehr, sehr hart und sehr, sehr trocken. Aber das Kokoswasser, das ist super geil. Überhaupt nicht sauer. Kokosnuss hat so ein bisschen eine Bitterness. Aber es ist einfach eine ganz, ganz tolle Frucht. Ich mag alles, was Kokosnuss angeht irgendwie. Außer Kokosmilch, die Asiaten ja gerne benutzen zum Kochen oder die man Kokosnusssaft dann da auch vielleicht in irgendeinen Cocktail reintut. Cocktails mag ich sowieso nicht so gerne, aber Kokosnuss an sich ist schon sehr, sehr geil. Dementsprechend hat man da, glaube ich, auch einen richtigen Sportler gewählt, der eben den Hindernislauf macht. Für viele, wie gesagt, ist es ein Hindernis. Ich finde es sehr, sehr geil. Auch hier sind keine Aussparungen, sondern die Augen sind auch wirklich weiß hinterlegt. Man sieht sogar die Zacken in den Schuhen, wenn ihr dann auf der Tamtambahn unterwegs seid und ja einfach einen Grip verspüren wollt. Ihr kennt ja diesen Boden, wo man da bei den Bundesjugendspielen oder wie auch immer da die 100 Meter gelaufen ist und dann noch Hürdenlauf und Weitsprung und dann seine Urkunde bekommen hat. Ganz im Zuge dessen ist das Ganze ja auch, also designtechnisch finde ich, alle 3 Sorten richtig ansprechend. Man hat natürlich auch hier die Kokosnuss entsprechend wieder mit dabei. Viel mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Das ist sehr, sehr clean. Wieder ist es der Wassertropfen, der Sport treibt. Und mittlerweile haben wir dann, wenn die 3 veröffentlicht sind, wirklich 9 Hydration Flavor. Das ist schon sehr, sehr geil. Die 6, die es schon gibt, das waren ja Strawberry Kiwi, Pink Grapefruit und die White Peach. Das war die erste Charge, die rauskam. Dann hatten wir ja die Doppelveröffentlichung mit Cranberry und Pear. Und zuletzt kam dann eben Lemon und da haben auch viele drauf gewartet. Ich finde sie alle richtig gut. Die Pink Grapefruit, die ist schon sehr, sehr sauer. Aber trotzdem mag ich sie sehr im Verbund mit dem Elektrolytgeschmack. Den hat man auch hier wieder. Kalium ist drin, Magnesium ist drin, Zink ist drin, Vitamin B6 und B12. Was euch wieder unterstützt bei der Nerven- und Muskelrelaxation oder ja auch Regeneration. Einfach zum Entspannen, Unterstützung gegen Muskelkater. Das ist eine tolle Sache. Jetzt wollen wir aber gucken. Jetzt wollen wir euch nicht auf die Folter spannen. Ich will das jetzt probieren. Der hat sich jetzt sehr, sehr gut aufgelöst. Farblich ist er top. Der ist halt durchsichtig. Klar, logisch. Wie soll eine Kokosnuss sein? Eine Kokosnuss selber ist weiß, die Schale ist braun, die isst man im Regelfall nicht mit. Dementsprechend ist die Farbe absolut top. Erinnert mich jetzt an so einen Drink, den es im Supermarkt gibt, gerade was so Hydration angeht. Aber lassen wir das. Hier, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze riecht. Bestimmt, wer konnte es ahnen? Wow. Deutlich nach Kokosnuss. Halleluja. Das hat einen geilen Geschmack. Geruch. Das ist richtig nice. Boah, und wer Kokosnuss mag, ganz ehrlich, super lecker. Super, super lecker. Und jetzt will ich auch probieren. Also farblich passt das hier auch dazu natürlich. Super lecker. Kalt ist es.
Ich habe es nicht gefrieren lassen. Das mag ich bei den Hydrations nicht, die dann so wegziehen, wenn sie so eiskalt sind. Und ich habe sie ins Gefrierfach gemacht. Aber bevor sie angefangen haben zu gefrieren, habe ich es dann rausgeholt. Jetzt ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Ich nehme ja alle drei Videos hintereinander auf, habe aber alle drei Sorten noch nicht probiert gehabt. Das heißt, auch jetzt bekommt ihr hier meinen glasklaren Ersteindruck vom Holy Hydration Kokosnuss. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zum Wohl. Boah, das ist schon lecker. Boah. Okay. Wow. Wow. Alter Finne. Und alter Finne sage ich immer, wenn es richtig geil ist. Und von den drei Hydration, die jetzt im Verbund rauskommen anlässlich der Olympics, meine Nummer 1. Hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Ich hätte gedacht, dass die Sauerkirsche mein Favorite wird. Nein. Nein. Ultra geil. Die Kokosnuss ist grandios. Natürlich nur, wenn man es mag. Und wie gesagt, wenn ihr ein Problem mit Kokosnuss habt, wenn ihr das nicht mögt, dann lasst die Finger davon. Das macht keinen Sinn. Es ist eine pure Kokosnuss-Sorte. Aber den werde ich die nächsten Tage, wenn ich vom Fahrrad fahre, garantiert trinken. Also Abwechslung brauche ich da, glaube ich, erstmal nicht. Das wird mein neuer Flavor. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch selber. Wenn ihr irgendeine Holy-Sorte habt, dass er da immer mal dran bleibt und dann das Ganze oft hintereinander trinkt. Das war zum Beispiel bei den Ichi-Sorten bei mir ganz lang der Fall. Die ersten Dosen sind jetzt dann bei mir schon leer, weil ich einfach gesagt habe, die schmecken so gut. Ich habe dann immer probiert, mal was anderes zu trinken, stand dann bei mir im Regal und habe gedacht, nö, ich trinke das wieder. Also ich habe da immer so phasenweise, dann flacht das ein bisschen ab, dann trinke ich wieder was anderes. Aber das ist vollkommen okay. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Geht ihr im Regal straight durch? Oder sagt ihr, nö, ich will auch das trinken, worauf ich Lust habe? Oder wie wählt ihr euren Holy aus, was ihr trinkt? Das würde mich echt mal interessieren. Der ist richtig lecker. Boah, da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Das ist meine Nummer 1. Und das Gute ist, kein Koffein drin. Das heißt also, von der Koffeinangabe, da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Natürlich ist es auch so, dass man da schon ordentlich Zink, Kalium, Magnesium und so drin hat. Das sind 15% des empfohlenen Tagesbedarfs. Und von dem her könnt ihr euch da ruhig den ein oder anderen Holy mischen. Da ist die Inhaltsstoffe sind nicht so geballt da drin. Dementsprechend könnt ihr da ruhig 2-3 trinken. Und das ist das Schöne dran. Ich freue mich drauf. Also Donnerstag, 25.07. ab 16 Uhr starten die Olympics bei Holy. Was auch geil ist, die Flavor sind nicht limitiert. Das heißt, sie sind fest im Programm mit drin. Von Anfang an bekommt ihr auch die 10er-Packs mit dabei. Ob es eine Einerprobe schon gibt von Anfang an, weiß ich nicht. Schaut da einfach im Shop. Ansonsten gibt es noch die Tube. Oder aber für 99,99 bekommt ihr das Olympics-Pack. Da sind dann alle drei Sorten mit dabei. Plus den passenden Shakern. Und es gibt auch wieder jede Menge Goodies, die ihr dann auswählen könnt. Es gibt eine Sporttasche zum Beispiel, es gibt eine Trinkflasche und. Und im Starter-Pack, da ist jeweils ein Eiswürfel-Set mit dabei, also eine Eiswürfelform. Und wenn ihr sparen wollt, dann könnt ihr das Ganze wieder machen mit meinem Code, mit BloodyLP10. Da spart ihr dann 10% auf eure Bestellung. Wenn ihr Erstbesteller seid und sagt, hier, ich bestelle mir mal so ein Starter-Pack für 24,99, dann spart ihr mit dem Code BloodyLP5 auf eure erste Bestellung ganze 5 Euro, wären also 20%, geht nur einmalig, danach BloodyLP10. Und wie immer sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wie oft ihr den Code benutzt und auch in welcher Höhe, das ist wirklich sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Dafür mache ich die Videos, dass ihr Bescheid wisst, wie schmecken die Sorten, schmecken sie mir. Ist natürlich immer nur eine ganz subjektive Meinung von mir. Aber ihr könnt euch zumindest mal ein kleines Bild machen und sagen, ja, stimme ich zu, habe jetzt schon ein paar Videos draußen, dass ihr dann sagt, ja, das, was er bislang gesagt hat, das hat so gestimmt, das schmeckt mir auch. Und von dem her, feuerfrei, ich freue mich drauf, sagt danke für den Support. Wir sehen uns wahrscheinlich jetzt am Sonntag nicht, wir haben jetzt erstmal wieder 3 Videos, deshalb werde ich einen Sonntag aussetzen und dann übernächsten Sonntag wird es wieder ein Video geben. Und dann schauen wir mal, ob Eistee oder Energy, wir gucken einfach mal. Bis dahin! Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, erzählt es euren Freunden, Bekannten, Verwandten, dass die Videos und auch die
ja, Leute wachsen, die hier sich mit Holy vertraut machen wollen oder die Holy schon trinken. Und in dem Sinne, einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.